Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Power World. Ja, letztes Mal haben wir hier die Außenposten zerstört und jetzt sind wir hier kurz vor der Basis. Ist schon einiges in Schutt und Asche dort, was rumliegt, aber wir mussten feststellen, die Basis ist auch ziemlich stark verteidigt, wenn wir wieder unseren Kylos losschicken und das Tor einfach mal zerstören, bevor hier die clevere KI drauf kommt, mal dieses wieder zu reparieren. Leider haben wir keine Einheiten, die weit in der Ferne Ausgezeichnet, angreifen. General. Ja, kommt auch gleich schon den nächsten Axtkrieger hier an. Und der wird mal platt gemacht, gepflegt. Naja, geht zurück. Und ich weiß, wie weiter die meine Abrisseinheiten zerstört werden. Sollen hier eben alle jetzt mal kurz auf das Tor aufgehen. Sehr schön. Das könnte Dann funktionieren. mal hier die Dorfbewohner platt Das wird machen. funktionieren. Ein bisschen auf die Energie achten. Das wird funktionieren. Und dann mal Türme angreifen. Ja, wie sieht's aus? Bela kann mit seinem Bogen noch mal kurz den angreifen. Und dann greifen wir mit dem Rest hier auch an. Mit dem Bogen hat er gut jetzt 50% Schaden gemacht. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus für die Einheiten. Er kann ein bisschen geheilt werden. Schicken wir ein bisschen nach oben, den Kilo. So, und auch der zweite Turm wurde zerstört. Da können jetzt meine Einheiten die restlichen anderen Einheiten besiegen und auch machen wir mal Projekt Tordurchbruch. Müssen ja irgendwie hier rankommen. Gucken gerade, ein Axtkrieger ist hier und ein Speerwerfer. Wer wird denn angegriffen von meinen Leuten? Tatsächlich niemand. Na gut. Sollen sie einfach durchgehen? So. Und ja, meine Leute, sucht was Gescheites. Ihr könnt den Tempel zerstören, ihr beiden. Vielleicht sind hier noch irgendwo Türme. Ah, hier kommt noch eine Armee. Die werden wir gleich mal besiegen. Eine Dampfmaschine. Ein Dampfpanzer. Der bringt natürlich überhaupt nichts gegen unsere tierischen Einheiten. Oh, gerade wird Stina wieder angegriffen. Überraschung. Mal so. Zack. Einige Leute, die jetzt umgefallen sind. Wähler nochmal mit seinem Bogen. Jetzt schicken wir Stina ein bisschen zurück. Kann sich mal ein bisschen heilen. Oder greift man hier wieder an. Mal unseren Kylos. Greifen fleißig hier an. Und scheinen keinerlei Probleme zu haben. Ich bin dabei. Weg, Stina. Weiß gar nicht, wer sie noch angreift hier. Los geht's. Was soll das wohl bedeuten? Worauf wartet ihr? Wenn das Horn der Götter ruft, müssen die Waffen schweigen. Was? Ihr wollt die entkommen lassen? Das müssen wir, wenn wir nicht den Zorn der Götter auf uns laden wollen. Die Zeit der Zusammenkunft ist endlich gekommen. Der Hohe Rat ruft alle Völker in die heilige Stadt, um in Frieden und Einklang zu beraten. Der Hohe Rat? Vielleicht weiß der, wie man diese Welt verlassen kann. Ich finde, wir sollten unbedingt dorthin reisen.
So. Haben wir die Mission auf beendet? Ging ja fix. Hätte ich ja letztes Mal noch machen können. Okay. Machen wir einfach fortsetzen. Und dann soll es auch schon die nächste Mission geben. Die heilige Stadt. So, wir haben das Volk Wüstenreiter immer noch zur Auswahl. Wie gesagt, später haben wir noch den Drachenclan zur Auswahl. Machen wir ein paar Missionen mit denen. Und auf jeden Fall wird hier noch eine Möglichkeit sein, alle drei auszuwählen, welchen du am liebsten haben willst. So, Helden, nehmen wir wieder unseren beliebten Asteroiden. Den lassen wir auch gleich auf Stufe 2 aufsteigen. Jetzt haben wir noch 100 Ressourcen, Bogenschützen, Krieger. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich noch, wie heißt es, Bauern bekomme. Ah, gut. Aber schon scheint es nicht zu sein. Wir haben auch keine Rohstoffe am Anfang. Ja, wir starten einfach mal die Mission. Und jetzt bin ich mal ruhig, denn gleich ist wieder ein Tagebuch. Diesmal wieder von Cole. Die heilige Stadt. Naja, das ist so eine Mischung aus Washington und der Schweiz in dieser Welt. Hier gibt es keine Kriege, dafür aber eine Menge Läden, eine Menge recht wohlhabender Einwohner und einen Rat, der endlos über die verschiedensten Fragen debattiert und vermutlich nie zu einem Ergebnis kommt. Also ein Stück Zivilisation fernab von daheim. Apropos daheim. Die Hauptsache an diesem kleinen Trip ist wohl, dass wir endlich etwas darüber erfahren, wie wir in unsere Welt zurückkehren können. Und bis wir das genau wissen, ja, da kann es ja nicht schaden, sich den Wanst vollzuschlagen, die Patenschaft für ein paar Fässer Bier zu übernehmen und endlich mal aus diesen Schuhen rauszukommen. Gut, starten wir die Mission. Ja, sieht ein bisschen anders aus, die heilige Stadt, wa? Wie war das Frieden überall? Also für mich sieht es doch ein bisschen kaputt aus für Frieden. Oh, übel erwischbar. Eine heilige Stadt hätte ich mir anders vorgestellt. Ich glaube. In mir wächst Zuversicht. Oh, ha, hier werden wir schon angegriffen. Ich werde euch lehren. Samurai. Gut, dass wir unseren Held dabei haben, um ein bisschen geheilt zu werden. Meine Kraft für Aber den sollte auch nicht gleich angreifen. Mit beiden Beinen auf der Mit beiden Beinen Hau ab, Junge. Wie ich, dass du stirbst. Ihr bestimmt den Weg. Ihr bestimmt den Weg. Es ist eine Ehre. Ihr bestimmt den Weg. Es ist eine Ehre. Mit beiden Beinen auf dem Weg. Haben die eigentlich immer auf ihn abgesehen? Ich verstehe es nicht. Es ist eine Ehre. In mir wächst Zuversicht. In mir wächst Zuversicht. Natürlich. Schön, dass in dir Zuversicht wächst. Ich hoffe, dass du langsam mal hier klarkommst und überlebst. Mit beiden Beinen auf dem Weg. Mit beiden Beinen auf dem Weg. Natürlich. Natürlich. Ich spüre die Kraft. Es ist eine Ehre. So. Boah, war das eine Geburt. Lassen wir ihn auch gleich aufsteigen? Nee, wir machen erstmal andere Einheiten. Ich will Kohl. Kämpfen. Der ist wirklich der stärkste von allen. Ich spüre die Kraft. Das soll aufsteigen. Wir können noch Bela nehmen als starken Kämpfer. Und dann nehmen wir auch gleich später noch Sina. So, laufen wir jetzt hier lang. Treffliche Entscheidung. Platz da. Wo wir jetzt. Ich ja, gehe vor. Platz da. Mal wieder ein bisschen unangenehm überrascht wurde. Platz da. Da lang. Okay. Ist ein kleiner Dorfbewohner. Da lang. Hat wohl nichts zu tun. Da lang. Gut. Okay. Gehen wir einfach in die Stadt hier rein. Lass uns gucken, wir mal, was uns begegnet. Irgendjemand
werden wir uns mal fleißig drum kümmern. Du bleibst aber hier. Ein Schluck aus diesem Brunnen und man fühlt sich wie neu geboren. Wir sollten uns merken, wo diese Frischmacher versteckt sind. An diesem Brunnen können sie die Lebensenergie ihrer Einheiten wieder auffüllen. Allerdings geht das nicht unbegrenzt. Ist die Kapazität des Brunnens erschöpft, dauert es einige Zeit, bis er wieder genutzt werden kann. Okay, dann werden wir uns gleich anschließend heilen nochmal in den Brunnen. Ist natürlich logisch, dass ich die Druide weiterhin beschützen werde. Muss ja nicht überall sterben. Die Einheit. Gut, einen haben wir noch vor uns. Und Stina kann schon mal aufsteigen. Was für ein Spaß. Vielleicht mehr Schaden. Genau, und dann haben wir uns mal im Brunnen. So. Alle wieder voll? Ja, und dann geht's gleich weiter. Ich mache hier eine kurze Pause. Bis gleich bei Let's Play Power World.